Wir wechseln jetzt ein bisschen das Thema, haben wir gesagt. Jetzt gehen wir wieder Richtung Finanzkrise, weil was stecken wir da immer noch dick mittendrin und vielleicht so dick, wie wir es noch nicht begriffen haben. Aber uns wird jetzt jemand auf die Beine helfen mit dem Namen Professor Franz Hörmann. Gebt mal einen Applaus, wer ihn kennt. Auch er gehört zu diesen Namen. Ah, könntest du nicht mal den Professor Hörmann einladen? Das wäre doch was. Ich sage, wer ist das? Und ich lerne ihn dann kennen in einer Fernsehsendung. Das heißt, mir wurde diese Sendung zugesandt. Ich lerne Professor Hörmann über Beckmann kennen. Hörmann bei Beckmann. Also aus dieser DVD, die ich dazu gesandt bekam. Das war, wenn ich es recht verstanden habe, die erste öffentlich-rechtliche Fernsehsendung von NDR in Deutschland, in der die Geldschöpfung aus dem Nichts diskutiert wurde. Da sehe ich Professor Hörmann in dieser NDR-Runde zusammen mit Dirk Müller, also Finanz- und Börsenexperte, in der Runde mit dem ehemaligen Finanzminister, dann mit Philipp Rösler, Bundeswirtschaftsminister, alle an einem Tisch und sonstige Kapazitäten. Und dann denke ich, ich habe mich verhört. Das war vielleicht das Stichwort. Da sagt ein Professor von einer neuen Welt ohne Geld. Ich denke, ich habe mich verhört. Wir leben das hier seit 35 Jahren, dass wir für nichts irgendje Geld wollen. Und er ist der Erste, den ich da irgendwo von dieser höheren Kaste dasselbe sprechen höre. Und er sagt diesen Finanzhaien ins Gesicht, das geht, das geht, das kann man umsetzen. Ich glaube sogar mit Leichtigkeit hat er irgendwo gesagt. Also da sind wir schon mal gespannt, aber bevor jetzt Professor Hörmann zu uns über das Betrugsmodell unseres Finanzsystems und natürlich auch über die Auswege spricht, gebe ich noch ein paar persönliche Daten über ihn durch, dass ihr wisst, woher er kommt, wer er ist. Professor Hörmann wurde 1960 in Wien geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Er studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaftslehre. 1994 habilitierte er in diesem Fach mit einer Arbeit über den Einfluss der neuen Softwaretechnologien auf das Rechnungswesen. Das ist ja hochinteressant, nicht? Seit 16 Jahren ist er Universitätsprofessor im Institut für Revision, Treuhand und Rechnungswesen der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 2001 ist er Gastprofessor am Institut für Wirtschaftsinformatik der Johannes Kepler Universität in Linz, Schwerpunkt Wissensmanagement. Professor Hörmann, sein Forschungsschwerpunkt liegt heute in der Entwicklung konzeptioneller und technologischer Grundlagen zur nachhaltigen Entwicklung der globalen menschlichen Gesellschaft. Er sagt, dazu müssen Begriffe und Institutionen im historischen Zusammenhang verstanden werden, dekonstruiert und auf der Grundlage heutiger Kenntnisse und Technologien in ihrer sozialen Übereinstimmung neu konstruiert werden. Ihr habt jetzt kein Wort verstanden, stimmt das? Ja, ich auch nicht. Aber seht ihr, darum haben wir ihn kommen lassen, jetzt darf ich Sie hochbitten, Professor Franz Hörmann. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde einer neuen Gesellschaft. Ja, mein Vortrag widmet sich heute dem Thema der weltweite Bankenbetrug und der Ausweg daraus. Ich möchte etwas gleich vorausschicken. Wenn ich von Betrug rede, meine ich einen systemischen Betrug. Ich meine Zusammenhänge, die 99% derer, die damit tagtäglich befasst sind, selbst nicht bewusst sind. Das hat zum Teil auch damit zu tun, wie wir heute an Universitäten und höheren Schulen unterrichten. Das Ganze kennt ihr ja vielleicht, den Ausdruck Bulimie lernen. Man lernt etwas auswendig, spuckt es bei der Prüfung aus und vergisst es dann wieder. Das ist kein Lernen. Das ist keine Erkenntnis. Da wird vor allem nichts verstanden. Und auf die Art und Weise unterrichtet man vorzugsweise Rechnungswesen, aber auch Rechtswissenschaften. Und das ist wissenschaftstheoretisch ein Skandal, denn diese zwei Wissenschaften, Ökonomie und Rechtswissenschaften, bezeichnen sich selbst als normativ, regelsetzend. Regeln sollten nicht
Werkzeuge der Macht setzen, die sich als Wissenschaftler verkleiden, sondern die Bevölkerung sollte selbst frei, fröhlich und freudig ihre Spielregeln gemeinsam definieren. Warum? Damit wir selbst auch merken, wie einfach und leicht wir sie wieder ändern können. Nachdem mir das klar war und ich entsprechend suspendiert wurde, eine Intrige gestrickt, die Oberstaatsanwaltschaft das dann alles wieder eingestellt hat, habe ich begonnen, mich auch politisch zu engagieren. Ich habe, obwohl ich nie politisch interessiert war, eine politische Partei gegründet zur Vereinigung vieler verschiedener Gesellschaftsströmungen, die Mutbürgerpartei. Hat so nicht wirklich funktioniert und jetzt bin ich dabei, die Ubuntu-Bewegung, ich bin, weil wir sind, als außerparlamentarische Kooperation zu organisieren. Also außerparlamentarisch nicht Opposition, sondern Kooperation. Da darf jeder mitmachen. Ihr seht hier meine Website, franzhoermann.com. Und hier die drei der wichtigsten Webseiten, die ich sonst noch betreue und die mit mir verknüpft sind. Informationsgeld.info, die Zukunftsbanken.eu, denn Banker bitte sind für uns keine Gegner. Banker sind selbst zu über 99% irregeleitet, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, da passt dieser schöne Bibelspruch. Deshalb zeigen wir Ihnen, dass es wichtigere Dinge gibt, als um knappe, scheinbar knappe Materie zu streiten für Banken. Das ist das Konzept der Zukunftsbanken. Und die Kreditopferhilfe, auf die werde ich auch noch eingehen. Es gibt gute rechtliche Gründe im ganzen deutschen Sprachraum, natürlich weltweit, aber wir fangen mal im deutschen Sprachraum an, Kredite einfach nicht mehr zurückzuzahlen. Denn die Nachricht wird Sie überraschen, Sie haben nie etwas bekommen. Ich wollte nur ankündigen, es gibt bei den Büchertischen auch eine Sondernummer vom Magazin 2000 Plus, wo sehr detailliert meine Aussagen, meine Kritik und auch meine Lösungsvorschläge zusammengestellt sind. Das ist diese Sondernummer. Ich glaube, 8 oder 8,50 kostet das hier bei Ihnen. Da ist also die Kritik am bestehenden Geldsystem eingearbeitet, aber auch ein Lösungsvorschlag. Denn bitte, ich kann Ihnen noch etwas sagen, was Sie überraschen wird. Es gibt überhaupt kein Geld. Wir streiten um etwas, das es gar nicht gibt. Was Sie in der Hand haben, das sind Zettel ohne Wert, das sind Metallscheiben, die auch einen sehr geringen Materialwert haben. Und dann haben die Banken irgendwelche Zahlen in ihren Computern stehen. Und jetzt überlegen wir uns mal, haben wir zu wenig Papier? Haben wir zu wenig Metall für Scheiben? Und wie viele Zahlen passen in unsere Computer? Da soll irgendetwas knapp sein. Also ihr merkt sofort, da stimmt doch irgendetwas nicht. Ja, wieso streiten wir um etwas, das sowieso in jeder Menge da sein kann? Zettel? Mit Zahlen drauf? Zahlen in einem Computer? Kleine Knöpfe aus Metall? Also das macht alles keinen Sinn. Es ist eine konditionierte, programmierte, anerzogene Regel. Es ist eine Massenhypnose zur Steuerung der Gesellschaft. Und wenn wir das erkannt haben und erkannt haben, wie dieses Spiel funktioniert, und das wird vielleicht viele erschrecken, es funktioniert über doppelte Buchhaltung. Wenn man das einmal enttarnt hat, dekodiert, dann ist es ganz einfach, sich neue gesellschaftliche Ziele zu suchen und dann, wenn das unbedingt sein muss, damit sich ein paar der Altvorderen noch wohlfühlen, dann bauen wir halt eine Buchhaltung zusammen, die uns das liefert. Na? Also, es gibt ganz spannende Aussagen in Wirtschaftsfachbüchern, was Geld alles sein soll. Angeblich sei es ein Tauschmittel, aber was soll denn das sein? Wenn ich einen Apfel gegen zwei Birnen tausche, dann tausche ich einfach. Brauche ich da ein Mittel dazwischen? Nicht? Es ist ja Unsinn. Es ist ein abstraktes Wertverhältnis. Ich brauche keine Substanz, die dazwischen steht. In China hat es über 10.000 Jahre lang das Feilun-System gegeben. Da gehen Sie zu einem Händler, suchen sich ein paar Waren aus, einigen sich auf den Preis und nehmen sie einfach mit. Und der Händler schreibt die Zahl, den Preis, den Sie schuldig sind, in einen Kreidekreis an der Wand. Nach ein paar Tagen kommen Sie mit Ihren eigenen Waren, der Händler sucht sich was aus, Sie einigen sich wieder auf den Preis und jetzt macht er die Zahl ein bisschen kleiner. Das Ganze hat über 10.000 Jahre funktioniert. Und zwar in der Zeit, noch bevor die chinesische Mauer gebaut war. Als die Mongolen China besetzt hatten und den Chinesen alles weggenommen haben, was wertvoll war. Die hatten kein Gold mehr, kein Silber, nichts. Und die Mongolen, die selbst mit Gold und mit Stofflappen bezahlt haben, haben sich gewundert, warum die chinesische Wirtschaft noch funktioniert, weil sie die Zahlen im Kreidekreis nicht als Geld wahrgenommen haben. Geld ist eine Spielregel. Aber es ist eben eine Frage, wie diese Spielregel funktioniert und wer sie definiert. Ihr seid ja hier in der Schweiz schon am richtigen Weg. Da hinten könnt ihr schon für die Vollgeldinitiative unterschreiben. Ja,
Ich versuche dann mit dem Informationsgeld noch einen kleinen Schritt weiterzugehen, Vollgeld noch ein bisschen zu helfen. Also wir sehen, es kann kein Tauschmittel sein, weil der Tausch kein Mittel verlangt. Ne? Außerdem ist Tausch nicht unbedingt die beste Lösung, um gemeinsam Wirtschaft zu betreiben. Und Wertaufbewahrungsmittel kann es frisch wieder nicht sein, denn wie kann man denn einen Wert aufbewahren? Was sind für mich Werte? Werte sind für mich Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja? Bewahre ich die auf? Die lebe ich. Ja? Die brauche ich nicht aufbewahren. Die mache ich mir in jedem Moment im richtigen Kontext neu, und zwar durch mein Verhalten. Ja? Das sind Werte. Und die stecke ich nicht in eine Dose und in keinen Stahlschrank hinein. Also, das geht nicht. Man hat das dem Geld angedichtet, dass diese Zahl konstant bliebe. Wir sehen auch bei der Inflation, dass es das noch nie geschafft hat. Wir werden das dann sehen mit dem Zinseszinseffekt, dass das auch gar nicht gehen kann. Wertmaßstab ist es aber auch keiner. Ein Meter ist ein Meter. Und das Meter ist die Länge, hat aber keine. Beim Geld wird ja immer behauptet, es habe einen Wert, sonst hätte es ja keinen Wechselkurs. Und da der Wechselkurs sich permanent ändern kann, kann es auf der anderen Seite kein Wertmaßstab sein, weil ein Meter ist ja kein Gummiband. Das sind so einfache Zirkelschlüsse bei den Grunddefinitionen, dass man über Ökonomie, die sich an Geldbeträgen orientiert, in Wirklichkeit nur lachen kann. Und jeder, der jetzt drüber lacht, ja, hat mehr über Wirtschaft verstanden als die meisten Wirtschaftsprofessoren. Aber es gibt dann schon noch eine Definition, die Sinn macht für Geld. Geld ist die Schuld einer Bank. Und da kommen wir den Problemen heute schon sehr nahe. Was passiert denn, wenn wir bei einer Bank einen Kredit haben wollen, als Privatmenschen oder als Unternehmer? Der Bankbeamte fragt uns nach einer Sicherheit. Irgendetwas, das seiner Meinung nach einen Wert hat, den er dann bestimmt, nimmt er als Ausgangspunkt. Sagen wir 50.000 Euro für ein Grundstück, für einen Hypothekenkredit. Und diesen Wert unseres Eigentums, die 50.000 Euro, was mir gehört, tippt der Banker dann in seinen Computer hinein. Und zwar zweimal. Einmal als Forderung gegen mich und das andere Mal nennt er das Sichteinlage oder Giroguthaben und behauptet, das wäre mein Geld. Ja, und was er wahrscheinlich selber nicht versteht, obwohl er es irgendwann im Bulimie-Lernen gelernt hat, die Sichteinlage steht bei ihm auf der Passivseite als Schuld der Bank. Das heißt, in Wirklichkeit, buchungstechnisch ist er es mir schuldig. Auf der anderen Seite will er es aber von mir zurück. Und für das, was er von mir zurück will, ohne es mir gegeben zu haben, verlangt er auch noch Zinsen. Und wenn sich der Irrsinn bei mir nicht ausgeht, nimmt er mir die Sicherheit weg. Ist das fair? So funktioniert jeder Bankkredit. So funktioniert jeder Bankkredit. Und wenn man jetzt sagt, Freunde, ich habe nichts erhalten, ich habe mir die Bits und Bytes vom Bankcomputer nicht einmal heruntergeladen. Wenn ich mir bei der Firma Microsoft Software kaufe, dann lade ich die auf meinem PC. Die Bits und Bytes von euren Bankcomputern, die bleiben auf euren Rechner, die kann ich mir im Browser beim Telebanking ja nur anschauen. Ich kriege ja nichts von euch. Ihr gebt uns die Ansicht. Ja, Geldschein, Scheingeld. Ihr gebt uns die Ansicht, Sichteinlage. Ihr gebt uns die Ansicht auf eine Zahl, die in Wirklichkeit eure Schuld ist. Und mit der Zahl dürfen wir dann Monopoly spielen. Die schieben wir dann einfach weiter zum nächsten Bankkunden. Und da der auch nicht weiß, dass das eine Bankschuld ist, glaubt er, es ist Geld. Ja, und leistet dafür irgendetwas. So funktioniert das. Und irgendwann geht sich das für die Bank nicht mehr aus. Dann hat sie zu wenig Eigenkapital, weil sie sich mit jedem Kredit, den sie hergibt, zwangsläufig verschulden muss. Alle Girokonten stehen ja bei ihr auf der Passivseite der Bilanz. Es wird sogar noch lustiger. Die Bank macht das nicht nur bei der Kreditvergabe. Auch wenn sie etwas kauft, ihre Mitarbeiter bezahlt, die Boni der Vorstände, nicht? Sie kauft irgendwelche Immobilien oder Wertpapiere, sie bucht immer auf die Girokonten der Zahlungsempfänger und verschuldet sich deshalb immer mehr. Daher kann man sagen, Banken sind Schuldengeneratoren. Die erzeugen doppelte Schulden, nämlich für ihre Kunden und für sich selbst. Nur für einen Banker ist das völlig egal, weil er sagt, toll, ja, noch mehr Schulden, weil die gebe ich aus, das ist ja für mich das Geld. Nur der, der keine Bank ist, hat mit Schulden ein Problem. Das ist das sogenannte verzinste Schuldgeld. Und das kann nicht funktionieren. Nicht? Wieso gibt man denn bitte Ländern, die Schwierigkeiten haben, weil sie natürlich auch nur Schulden haben können, ja? Was denn sonst, warum gibt man denen Kredit und schenkt ihnen kein Geld?
Ja, also das ist ja eine interessante Frage. Glaubt man wirklich, dass man von diesen Ländern, die schon so hoch verschuldet sind, irgendwann noch mehr Schulden zurückkriegt? Das ist es nicht, nicht? Das hat ganz andere Gründe. Aber das, die gehen ins Politische hinein. Ungefähr 97% allen Geldes im sogenannten Geldumlauf ist heute die Zahl im Bankcomputer, die eigentlich eine Bankschuld ist. Das ist schlimm. Aber noch schlimmer ist, wenn Sie die Kredite zurückzahlen. Erstens ist das rechtlich, haben Sie ein gutes Argument, es nicht zu tun. Da kommen wir gleich drauf. Zweitens verschwindet aber das Bankgeld, wenn Sie den Kredit tilgen. Durch Rückzahlung verkürzt sich die Bankbilanz und das Geld ist wieder weg. Und das fehlt uns im Geldumlauf. Und das machen viele Banken und Banker wahrscheinlich bewusst, dass sie nämlich erst die Geldmenge erweitern, indem sie sich selbst verschulden. Dann gehen nämlich die Preise rauf, ja, durch die höhere Nachfrage. Das ist dann die Boomphase. Und irgendwann ist das Ganze überhitzt und überzogen und dann ziehen sie die Kredite wieder ein. Ja, und auf einmal wird alles billig, 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 billig und die, die Geld gehortet haben oder jederzeit Geld schöpfen können, die gehen dann billig einkaufen. Ja, wenn dann die Unternehmen alle insolvent sind, dann kaufen sie ihm zu billigsten Preisen die wertvollsten Dinge aus der Konkursmasse heraus. Das ist dieses Modell der sogenannten Konjunkturzyklen. Das ist gesteuert durch Geldmengenausweitung und Geldmengenschrumpfung. Ganz einfach über die Bankbilanz. Und wenn man das einmal erkannt hat, sagt man, sehr viel Wissenschaft steckt da eigentlich nicht dahinter. Also Banken haben ja nichts von Wert. Die paar Computer, die sie haben, nicht, die sind auch schon gebraucht. Die Grundstücke, mein Gott. Also nichts von Wert, was jedenfalls ihre Zahlen decken könnte. Sie verkaufen immer nur Schuldscheine. Eigene Schuldscheine, die verschieden genannt sind, verschiedene Laufzeiten haben. Und dieses Modell, dass sie pausenlos von einem Schuldschein in den anderen umsteigen, nennen sie Fristentransformation. Ja, sehr elegant. Da glaubt man wirklich, man kriegt was. Ne? Das ist eine Dienstleistung. Ne? In Wirklichkeit ist es die ewige Wechselreiterei. Alle diese Schuldscheine sind natürlich völlig ungedeckt. Das ist ja spannend. Das Fiat-Money, das Fiat-Geld, wissen wir ja auch. Übrigens, da kommen wir auch gleich dazu, wenn Gold dahinter stünde, wäre es auch nicht viel besser. Das ist der verknappende Materialismus. Ich muss ja mal ganz kurz etwas sehr Grundlegendes erklären. Solange wir in verknappter Materie einen Wert sehen, werden wir uns zwangsläufig die Köpfe einschlagen. Und auch das Umgekehrte ist wahr. Aus der Konkurrenz entsteht der Mangel und die Knappheit. In der Kooperation, ja, kommen wir zur Fülle. Und ich möchte da gleich an das anknüpfen, was Dr. Ganser so wunderbar vorher angesprochen hat. Ein praktisches Modell, Lösungsmodell, wo wir sofort sagen können, wir brauchen keine Kriege mehr, schon gar nicht für Ressourcen wie Erdöl oder Erdgas. Wir definieren einfach nicht mehr das, was wir haben wollen, als Materie. Wir sagen gar nicht, wenn wir von den Russen jetzt was haben wollen, wir wollen Erdgas. Wir sagen, wir brauchen irgendetwas für Wärme und für Stromerzeugung. Irgendetwas. Und wir gehen auf folgenden Deal ein. Wir sagen, liefert uns 5 Jahre lang Erdgas, weil das habt ihr ja in reichlichem Ausmaß, ja? Aber nicht als Erdgas, das pro Kubikmeter gemessen, bewertet wird, nicht, und dann verknappt, damit der Preis manipuliert wird. Nein, das ist jetzt nur ein Medium, damit wir Strom erzeugen können und heizen können, 5 Jahre lang. Und in dieser Zeit, weil ja die Materie für euch auch knapp wird, entwickeln wir eine neue Technologie, dass wir heizen und Strom erzeugen können mit ganz anderen Dingen, nachhaltig, ja, mit aus irgendwelchen Substanzen, die nachwachsen oder uns nicht weniger werden. Und wir haben den gleichen Nutzen daraus und das kriegt ihr dann als Dankeschön wieder zurück. In dieser Nicht-Tausch-Kooperation wachsen wir nämlich gemeinsam über die Knappheit hinaus, weil wir immer nur die Funktion definieren und nicht die Substanz. Wenn wir die Substanz definieren, ja, und alle wollen das Gleiche haben, nicht? Stell dir vor, die ganze Stadt bestellt am Abend im gleichen italienischen Restaurant denselben Tisch. Kann nicht gehen. Aber wenn alle am Abend gut essen wollen, geht sich das wahrscheinlich schon aus. Und das ist ja einfach das Geheimnis. Ja, wir machen nicht etwas an der Materie fest. Wir überwinden den Materialismus. Das ist ja unser Auftrag. Den Materialismus zu überwinden. In der Philosophie, in der Psychologie, in der Ökonomie ist es am einfachsten. Private Geldschöpfung beginnt schon mit dem merkwürdigen Zettel- und Papiergeld. Da grenze ich mich ein bisschen von den sogenannten Verschwörungstheoretikern ab, die dann die Familiennamen bringen. Rothschild, Rockefeller und Co., nicht? Die also die FED 1913 als Privatbank gegründet haben.
Wer weiß schon, was diese Großväter, Urgroßväter damals wirklich wollten und gedacht haben. Und da das Familiennamen sind, in der Familie sind die vielleicht heute auch anderer Meinung. Ne? Also machen wir das nie an irgendwelchen Namen oder Sündenböcken fest, sondern zeigen wir einfach, wie es besser geht. Ja? Da gibt es einen Ausspruch. Da gibt es einen Ausspruch, der mit einem dieser Familiennamen assoziiert wird. Gib mir die Macht über die Geldschöpfung und es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt. Vorsicht! Das ist subtile Manipulation, wenn ihr an so etwas glaubt. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr das hört? Gib mir die Macht über die Geldschöpfung und es ist mir egal, wer die Gesetze schreibt. Eigentlich schwach. Ne? So, als würde die Demokratie nicht funktionieren, als könnte man die Gesetzgebung bestechen und so. Mag ja alles sein, vielleicht passiert das wirklich so. Ist für uns aber zunächst irrelevant. Denn entweder es gibt ein gesetzliches Zahlungsmittel oder es gibt gar kein Zahlungsmittel. Das heißt, richtig ist der Spruch umgekehrt. Ja? Gib mir die Macht über die Gesetzgebung und ich sage dir, was Geld ist. Ja? Und das ist genau das, was Vollgeldinitiative und Co., was jetzt die Bürger- und Zivilgesellschaft tun wird. Wir zeigen, dass es Geldsysteme gibt, die in den Wohlstand in einem kooperativen, gemeinsamen Gesellschaftssystem hinüberführen, in eine absolute Win-Win-Win-Gesellschaft, wo alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen in den Wohlstand kommen und keiner dem anderen mehr etwas wegnehmen muss. Ganz einfach. Weil es nur im Kopf passiert. Aber wie haben Sie das mit dem Zettelgeld ursprünglich gemacht? Genial. Da drucken Sie in einer privaten Gelddruckerei 100 Dollar, also einen Schein, Zahl 100 drauf, und der kostet mit allen Sicherheitsmerkmalen vielleicht 50 Cent in der Herstellung. Und jetzt verkaufen Sie das an den Finanzminister, ans Treasury, natürlich zu dem Preis, der draufsteht, nicht zu den Herstellungskosten. 100 Dollar. Dann haben Sie für jeden Zettel 99 Dollar und 50 Cent Gewinn. Das sind, wenn man es ausrechnen will, 19.900%. Aber es kommt noch besser. Der Staat hat ja kein Geld. Geldmonopol liegt ja bei der Fed. Womit kann der Staat jetzt bezahlen? Ja, wieder nur mit einem Schuldschein, nicht? Mit sogenannten Staatsanleihen. Aber die Staatsanleihen, die sind verzinst. Und die Zinsen zahlt die Bevölkerung über ihre Steuern. Das heißt, das private Drucken von wertlosem Zettelgeld und das zur Verfügung stellen dieses Geldes an die Bevölkerung ist weltweit das einzige Geschäft, wo etwas praktisch Wertloses zugleich verkauft und vermietet werden kann. Die Bevölkerung kauft und mietet die Geldmenge gleichzeitig. Guten Appetit. Also so kann das nicht funktionieren. Was aber bitte wichtig ist, ist, wir dürfen nicht bei der Änderung des Geldsystems stehen bleiben. Wir müssen die nächsten Schritte auch noch gedanklich mitvollziehen. Zum Beispiel, wie kommen Preise zustande? Ja, dieses absurde Spiel von Angebot und Nachfrage, das erkläre ich meistens mit einem Gleichnis von einem Gangster, der ein Dorf plündern will. Der Gangster ist allein und unbewaffnet. Das sind die Gefährlichsten, die Unbewaffneten. Die haben die größte Macht, die haben die Macht des Geistes. Und das Dorf liegt an einem wunderbaren See, jede Menge Trinkwasser in tollster Qualität, die haben eine Wasserleitung, denen geht's gut, die sind alle glücklich. Und der möchte als einer allein unbewaffnet das Dorf plündern. Wie macht er das? Ganz einfach, er gründet an den Ufern des Sees eine Wirtschaftsuniversität. Er gründet dort eine Anstalt höherer Bildung und lässt dort nur die Kinder, ja, der aller angesehensten Leute im Dorf teilnehmen. Und die lernen bei ihm die wahre Natur der Wirtschaft, dürfen dafür natürlich auch jede Menge zahlen an ihn. Und er bringt ihnen in Wirklichkeit nur das Gesetz von Angebot und Nachfrage bei. Er sagt, alles, was es im Überfluss gibt, könnt ihr gratis nehmen, weil für die anderen ist noch genug da. Ist ja logisch. Aber das, was knapp ist, dafür müsst ihr einen Preis bezahlen. Und je knapper eine Sache ist, desto höher wird der Preis. Diese Regel lernen die brav auswendig. Und zwar so, dass sie wirklich daran glauben, dass es ein Glaubenssatz wird, dass sie sie internalisieren. Und dann schenkt er ihnen ein lustiges Hütchen und ein paar Buchstaben vor, danach dem Familiennamen und schickt sie wieder nach Hause. Und jetzt ist unsere Gesellschaft pyramidenförmig aufgebaut. Und diese sozialen Schichten funktionieren so, dass die unten sind, in die höheren Schichten aufsteigen wollen. Und die kopieren das Verhalten der höheren Schichten, die ahmen das nach. Ja? Und so ist sichergestellt, dass man immer nur die Kinder der Pyramidenspitze Gehirn waschen muss, weil sich dann das Verhaltensmuster selbsttätig bis zur Basis hinunterkopiert. Das ist die mimetische Beherrschung einer Gesellschaft. So leicht geht das.
Und wenn es da alle geglaubt haben, beginnt dieser Inhaber der Wirtschaftsuniversität, sich Wassertanks bis zum Bersten voll mit köstlichem Trinkwasser anzufüllen. Alle fragen ihn, wieso er das tut. Sagt er, das geht dich nichts an, du hast doch bei mir gelernt. Das ist ein Überflussgut, kann jeder gratis haben, also mache ich das so. Und wenn seine Lager voll sind bis zum Bersten, dann wird er an der Einleitungsstelle der Wasserleitung den See verschmutzen. Oh, die böse Umweltverschmutzung, sowas aber auch. Und dann werden Terroristen die Wasserleitung sprengen. Und auf einmal sind die Ersatzteile für Wasserleitungen knapp. Und das Beste, keiner weiß, wie man Wasserleitungen repariert, weil alle haben inzwischen Wirtschaftswissenschaften studiert. Sind keine Handwerker mehr. Tja, und dann werden sie das tun, was sie bei ihm gelernt haben. Sie kommen zu ihm, er sagt, ich war ein vorausschauender Unternehmer, jetzt ist Wasser knapp, jetzt müsst ihr bei mir aber etwas bezahlen. Und er wird das Wasser veredeln, er wird es bunt einfärben, ja, er wird bunte Streusel hineinstreuen, dass es immer wertvoller wird. Und die zahlen immer höhere Preise und lassen sich friedlich, freundlich plündern, ohne es zu merken. Das ist die freundliche Plünderung durch Gehirnwäsche in unserem System. Und das nennt man Kapitalismus. Und diesen Unsinn brauchen wir nicht, wenn wir die Funktion beschreiben. Wir sagen, wir wollen sauberes, klares Trinkwasser für alle. Ja? Dann werden wir das auch für alle schaffen. Unter der Voraussetzung, dass es wirklich für alle funktioniert. Oder etwas anderes. Sichere Anlage in Rohstoffe. Stellt euch vor, in Zeiten wie diesen wollen Leute vom Papiergeld weg, in wahre Werte, in Rohstoffe, die zum Beispiel die Industrie braucht. Und die werden dann in sicheren Bunkern deponiert, beispielsweise. Was passiert dann? Ja, was passiert? Die Industrie kriegt die Rohstoffe nicht, die werden ja weggesperrt. Dadurch werden sie noch knapper, weil sie ja gehortet werden, der Preis steigt. Und die, die das gehortet haben, freuen sich, weil sie sehen, der Preis geht hinauf. Und irgendwann sagen dann die Techniker in der Industrie, wenn wir diesen Rohstoff nicht kriegen, weil er zu teuer ist, dann ersetzen wir seine Funktion durch nachwachsende Rohstoffe, dann brauchen wir ihn gar nicht mehr, dann platzt die Blase, ja? Und die, die vorher gehortet haben, haben auch nichts mehr. Toll, das ist eine tolle Anlagestrategie. Horten ist also auch keine Lösung. Wie funktioniert eine Gesellschaft überhaupt auf diesem primitiven Planeten? Wir haben eigentlich nur zwei Dinge, die wir beachten müssen, Produktion und Verteilung. Die müssen wir irgendwie in Harmonie bringen und das klingt mit einem Geldfluss scheinbar nicht. Denn wenn in der Produktion ein Einkommen verdient wird, das im Konsum wieder zurück in die Produktion fließen soll, dann heißt das, wenn ein Unternehmen zusperrt und die Dienstnehmer dort kein Geld mehr haben, können sie sich auch von anderen Unternehmen nichts mehr kaufen und so entsteht ein Konjunkturzyklus. Ein Konjunkturzyklus ist also ein Rückkopplungseffekt zwischen Produktion und Verteilung, der durch Einkommen und Konsum ja, miteinander verkettet wurde. Zwei Dinge bilden einen Schwingkreis. Jeder Techniker weiß, wenn man den durchtrennt, dann gibt es diesen Aufschaukelungsprozess nicht mehr, den Rückkoppelungsprozess. Das heißt, wir müssen nur lernen, Produktion und Verteilung komplett nach anderen Regeln abzuwickeln und schon wird es nie wieder Konjunkturzyklen geben. Das ist ganz einfach. Aber das mit den Konjunkturzyklen hängt natürlich auch mit der Geldmenge zusammen und ist ein schöner Erpressungsmechanismus, ein Kettenerpressungsmechanismus. Also, was sind die Auswege, die ich bieten kann? Erstens, stoppt den Kreditrückzahlungen. Ihr habt gute Argumente. Es gibt einen Artikel, einen sehr umfangreichen, den ihr auf informationsgeld.info finden werdet, vom emeritierten Strafrechtsprofessor Michael Köhler. Humes Dilemma, was ist Geld? Und dort verweist er auf den Spruch von Ulpian. Ulpian nach römischem Recht hat den Spruch geprägt, aliud est credere, aliud deponere. Das heißt, es ist etwas anderes, einen Treuhandvertrag abzuschließen, wie einen Verleihvertrag. Anders gesagt, Banken dürfen überhaupt nicht das Geld der Sparer verleihen, das wäre ein Vermögensdelikt. Sie behaupten es aber dauernd. Dauernd behaupten sie, wir verleihen nur das Geld der Sparer. In Wirklichkeit wissen Sie es, wenn Sie sich noch erinnern können, genau, dass Sie nur einen Buchungssatz machen. Sie buchen nur Forderungen an Verbindlichkeit, wodurch sich die Bilanz verlängert und erzeugen damit das Geld, das vorher noch gar nicht da war und das Sie angeblich verliehen haben. Es ist frisch eingebuchtes Geld, das vorher gar nicht da war. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass Geld sowieso nie knapp sein kann, weil wir es als Buchungssatz jederzeit in jeder Menge erzeugen können. Nur solange wir es als doppelte Schuld buchen, hat irgendwer ein Problem. Früher die Kunden, später die Banken auch. Wenn jetzt aber die Banker sagen, wir verleihen das Geld der Sparer und sie tun es nicht, welches Problem haben sie dann?
dann ist das ein Tatbestand der Irreführung und sämtliche Kreditverträge sind einklagbar und nichtig. Und genau auf das könnt ihr jederzeit berufen. Ja? Ihr habt einen Kreditvertrag geschlossen, in der irrigen Meinung, ihr würdet das Geld von Sparern erhalten. Banken dürfen aber kein Sparergeld verleihen, das ist ein Vermögensdelikt. Und wenn sie es dennoch behaupten, dann haben sie euch irregeführt und ihr könnt alle eure Kreditverträge anfechten, ja, und nichtig erklären lassen. Probiert das mal. Ja? Ihr werdet euch wundern, was die Richter dazu zu sagen haben. Tja, kreditopferhilfe.net, in Deutschland ist es geldhandzu.de, ja, wo diese Prozesse bereits anlaufen. Es gibt andere Geschäftsmodelle für Banken. Sie können Unternehmen viel cleverer finanzieren, ohne Kredite zu vergeben. In Form einer positiven Geldschöpfung, die gibt es nämlich auch. Man muss nicht in die Schuld hineinbuchen. Ja? Und dann gibt es schließlich auch noch den Schritt zum Informationsgeld. Das ist das Spannendste. Denn die Information zur Kooperation, zur Versorgung der Bevölkerung ist wirklich wichtig. Ja, aber die Bewertung von etwas, damit wir es verknappen und damit Spekulation betreiben können, die brauchen wir nicht mehr. In der bisherigen Gesellschaft hatten wir folgende Situation. Alle Individuen haben untereinander schuldrechtliche Verträge geschlossen. Ja. Also Forderungen und Verbindlichkeiten sind entstanden. Das ist die Kettenerpressung. Jeder war irgendwann darauf angewiesen, dass ein anderer an ihn Geld bezahlt hat, weil er es selbst brauchte, um die eigenen Rechnungen zu bezahlen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir werden in Zukunft darauf Rücksicht nehmen, dass wir eine Gemeinschaft sind. Da gibt es die Wolke. Ne? Das ist die Community, das ist die Crowd, das ist die Cloud, wie immer ihr das nennen wollt. Ja? Und jeder Mensch schließt in Zukunft nur noch einen Gesellschaftsvertrag mit der gesamten Gesellschaft. Und das ist deswegen so genial, weil der Gesellschaftsvertrag nur ein reales Ende hat. Das ist das Individuum. Das Individuum wird sich daher immer verwirklichen und entfalten können. Das andere Ende endet in einem Dummy. Die Gesellschaft ist der Potenzialraum. Die Gesellschaft, wenn die Logistik richtig mit Software organisiert ist, kann immer für alle Menschen die richtige Versorgung liefern. Das ist überhaupt kein Problem. Und damit kann ich in jeder Lebensphase meinen Schwerpunkt immer dorthin legen, wo ich sein will. Ich kann das tun, was mich begeistert und kann dennoch immer ein wunderbares Einkommen verdienen. Ich trenne das. Denn, da berufe ich mich auf einen schönen Spruch, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und was ist dieser Auftrag? Wenn man es richtig versteht, wir schaffen den Schuldbegriff ab. Wir schaffen ihn komplett ab. Wir brauchen keine Gesellschaft, in der der Begriff Schuld noch eine Rolle spielt. Wir versorgen einander mit Dingen, die aus Begeisterung und Freude freiwillig entstehen, wo wir froh und glücklich sind, wenn wir sinnlose, lästige Tätigkeiten minimieren, durch Automaten, Roboter oder was auch immer erledigen lassen. Aber die Menschen, die diese Tätigkeiten dann nicht mehr ausüben, werden weiterhin über ihren Wohlstand verfügen. Denn es ist einfach nicht so, dass Menschen nur dann einen Wohlstand haben sollen, wenn sie unwürdige Tätigkeiten verrichten. Sie sollen sich selbst entfalten. Sie sollen für ihre Gesundheit sorgen, für ihre geistige Entwicklung. Wenn jemand ein Jahr lang auf Urlaub geht, um zu meditieren, sich besser zu ernähren, fit zu werden etc., dann ist er nach diesen 12 Monaten ein wunderbarer, ausgeglichener, freundlicher Zeitgenosse und das ist ein unglaublicher gesellschaftlicher Wert. Ja. Diese Entwicklung läuft bereits sehr massiv über das Internet. Es gibt schon die soziale Gemeinschaft Creality mit Doppel-I, wo Menschen einfach ihre Visionen teilen, ihre Fähigkeiten, ihre Kontakte, ihre Ressourcen und sich zu geliebten Projekten zusammenschließen. Diese Software hat eine künstliche Sprachintelligenz und wenn ihr da hineingebt, ich will ein Kaffeehaus gründen, dann sagt er sofort, der hat ein leeres Lokal, der war mal Kellner, der hatte Gewerbeberechtigung, schließ dich mit dem und dem zusammen. Oder ich brauche einen Garten für Permakultur. Ja, da gibt's den, da gibt's die, und sofort werden Projekte möglich. Ja. Das alles geht, weil das thematisch zentrierte Gemeinschaften sind, wo die Projekte über den Inhalt bestimmt werden und nicht über den sogenannten Markt. Und jetzt sind wir auch schon beim Infomoney, beim Informationsgeld. Was ist das? Informationsgeld ist sowas wie ein elektronisches Vollgeld, aber es kommt dann noch eine ganz entscheidende Wendung dazu, die es dann so elegant macht. Wir können, wenn wir das wollen, ein Geldsystem schaffen, wo es keine Schuldbuchung mehr gibt bei der Geldschöpfung, wo es keine Zinsen gibt, keine Insolvenzen und Enteignungen mehr, keine Steuern, keine Inflation und keine Deflation. Ganz simpel.
indem wir einfach den Buchungssatz bei seiner Entstehung verändern. Wir buchen nicht mehr gegen Schuld, sondern gegen Ertrag, also ins Eigenkapital. Und das Ganze machen wir nicht für ein Unternehmen, wo wieder eine Pyramide die Steuerungsform übernimmt, sondern für jedes einzelne Individuum. Wir befreien jeden Menschen. Jeder Mensch hat so wie bei der Sozialversicherung sein persönliches Konto. Ganz persönlicher kleiner Rechenkreis, auf den weder der Staat noch ein Finanzamt noch die Sozialversicherung noch andere Zugriff haben, sondern nur er selbst in seinem eigenen Rechtsbereich. Und immer wenn er eine Leistung erbringt, die in der Gesellschaft anerkannt und wertvoll ist, und die Leistung wird nachgewiesen, entsteht dort für ihn frisch geschöpftes Geld. Buchung, Kassa an Eigenkapital. Seine individuelle Bilanz hat sich verlängert. Und wenn er das Geld ausgibt, wenn er konsumiert, passiert etwas sehr Cleveres. Dann wird das Geld direkt an derselben Stelle wieder vernichtet. Aufwand an Kassa und es ist wieder weg. Damit wird nicht so getan, als hätten wir knappe Goldstücke, die wir im Kreis schicken, um die wir uns ewig schlagen müssen. Ja? Denn die sind heute schon nicht mehr da. Wenn ich heute 100 Euro auf der Bank auf ein anderes Konto überweise, dann gehen keine Bit und Byte von meinem Konto auf das andere hinüber. Dann wird bei mir eine Zahl gelöscht und beim Empfänger eine andere Zahl neu eingetragen. Und warum muss das dann genau die gleiche Zahl sein? Warum kann man nicht bei mir 5 löschen, ja, und beim Empfänger 1000 neu eintragen? Weil die Buchungen heute auf Forderungen und Verbindlichkeitsebene basieren. Weil jede Buchung auf einer gesetzlichen Grundlage basieren muss. Die Geldschöpfung der Banken, wie sie sie heute betreiben, ist ja anfechtbar. Die hat ja höchstwahrscheinlich keine Rechtsgrundlage. Es ist zumindest noch nie eine nachgewiesen worden. Das ist ja der Punkt. Aber wenn wir jetzt sagen, wir ändern die Gesetze so, dass jeder Mensch eine Ich-AG ist, ein selbstständiger Unternehmer, der sich freiwillig organisiert, und wir machen elektronische Gesetze, in denen steht wertvolle Leistungen und nur noch Leistungen, werden mit frisch geschöpftem Geld belohnt. Nicht Materie, ja, nicht die Verknappung über eine verknappbare Spekulationssubstanz, sondern die Leistung. Menschen in einer Gemeinschaft satt machen mit hervorragender Nahrung zum Beispiel. Alle Menschen, nicht nur die, die zahlen können. Denn der die Leistung erbringt, kriegt ja immer den sicheren Betrag gutgeschrieben. Vollkommen egal, wie die Kaufkraft seiner Kunden aussieht. Ja? Der braucht sich auch um kein Mahnwesen kümmern, der braucht keine Forderungen eintreiben, der braucht nicht klagen, ja? Und keine Angst haben, dass er das Geld einmal nicht bekommt. Er hält sich an die elektronischen Gesetze und wenn er die Leistung nachweist, entsteht für ihn aus diesem Grund das Geld. Und die Leistungen werden so vielfältig sein, dass Rentner, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Kinder sogar, ja, etwas finden werden, was ihnen Freude macht und damit können sie ein wunderbares, wohlhabendes Leben führen. Ja. Das ist der Zauber, den wir sofort entfesseln können, wenn wir einfach an Leistungen glauben, an Immaterielles als Wegpfeiler unserer Gesellschaft und nicht die verknappte Materie, die eigentlich nur den Wert durch Verknappung überhaupt erhält. Dann sind wir in einer wirklichen Leistungsgesellschaft, weil die Gesellschaft selber auch definiert, was Leistung sein soll. Nicht so wie heute, nicht? Wo Arbeitsämter uns unzumutbare Dinge aufhalsen, ja? Sodass Mütter sich nicht einmal mehr um ihre Kinder kümmern müssen. Ja? Oder trotzdem sie eigentlich krank sind, ja? in die Arbeit gehen. Freiheit und Transparenz, das Ganze wird öffentlich betrieben, ja? dieses Rechnernetzwerk. Da gibt es keine versteckten Gemeinschaften hinter den Kulissen. Komplettbeversorgung der Bevölkerung in allen Lebenslagen ist einmal die Voraussetzung. Eine Gesellschaft, die das nicht schafft, die würde ich überhaupt nicht als Gesellschaft akzeptieren. Ja? Bitte, das, was wir jetzt hier machen, wenn wir dieses verzinste Schuldgeldsystem abschaffen, ich kann euch genau erklären, was das jetzt ist. Das ist das erste Mal seit 5000 Jahren, dass wir hier auf diesem Planeten eine Zivilisation haben werden. Wir kooperieren, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Der Wettkampf hat ein Ende. Bitte, wer sich für Kampf interessiert, auch philosophisch, den möchte ich auf die asiatischen Kampfsporttechniken hinweisen. Zum Beispiel auf Aikido. Ja? Aikido ist eine der mächtigsten Kampfsportarten von Ueshiba Morihei, erdacht, entwickelt und erfunden worden. Nur gibt es dort keine Kämpfe. Das ist ein energetischer Tanz. Der sogenannte Angreifer wird als ein Mensch mit Überschussenergie betrachtet und wird vor seiner eigenen Energie, der Überschussenergie, beschützt. Ja? Man hilft ihm, seine Überschussenergie richtig zu verarbeiten. Ja? Ganz liebevoll. Ja?
Glaubt mir, so wie wir den Schuldbegriff abschaffen können, können wir auch die Idee des Kampfes abschaffen, weil es einfach überflüssig ist. Wir brauchen das nicht. Und es ist in den asiatischen Kampfsportarten anerkannt. Die beste Strategie zu kämpfen ist es, zu siegen, ohne zu kämpfen. Da sind wir natürlich dann auch wieder bei der Manipulation. Das ist ein bisschen falsch verstanden worden, nicht? Und Propaganda. Wenn ich also andere alleine über die Propaganda so schwäche, dass sie sofort kapitulieren, ohne zu kämpfen. Aber Kapitulation soll ja nicht das Ziel sein. Ich will ja keinen schwachen Partner. Wenn ich mit jemandem an einem Strang ziehe, bin ich ja froh, wenn nicht, dass jemand kräftiger ist, der mir umso mehr hilft, am Strang zu ziehen. Ich werde doch nicht die, mit denen ich zusammenarbeiten will, vorher mutwillig schwächen, damit dann die Kooperation umso schwieriger wird. Das ist ja nicht logisch. Überhaupt, also wie ich das jetzt versuche, in die Welt zu tragen, zu den Bankern, zu den Politikern und auch zu denen, wo man sagt, die werden doch dagegen sein, die haben doch bisher von dem System profitiert. Ich setze in diesem Kommunikationsprozess bitte nicht auf Moral. Ich setze nicht auf Moral. Ich habe natürlich Moral und hoffe, moralisch zu leben, aber ich weiß eines. Es gibt diesen schönen Spruch, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und dann ist Moral auch vor unterschiedlichen kulturellen Hintergründen nicht ganz eindeutig definiert. Das sollte man beachten. Ich setze auf Verstand, auf Vernunft, auf Intelligenz. Denn selbst in der schlimmsten, gefährlichsten Verbrecherorganisation sitzen die Intelligentesten oben. Und wenn man ihnen erklärt, dass es ein System gibt, einfach durch eine andere Buchungstechnik, wo einfach Feindschaft und Kampf nicht mehr notwendig ist, weil die Kooperation einfach effizienter funktioniert und Sicherheit für alle erzeugt, ohne dass sie noch ihre eigene Security bezahlen müssen, dann werden sie das wahrscheinlich auch einsehen. Ich setze hier wirklich nur auf den Verstand, auf reine Vernunft und werte in keiner Weise moralisch. Der wichtige Punkt ist, wir müssen uns auf die Metaebene bewegen. Es geht nicht darum, welches Gesellschaftssystem wir haben wollen. Es geht nicht darum, welches Geldsystem wir haben wollen. Nicht? Einstein hat das so schön gesagt. Die Probleme werden nicht auf der Ebene gelöst, auf der sie entstanden sind. Wenn wir jetzt sagen, wir stellen ein Geldsystem gegen ein anderes oder ein Gesellschaftssystem gegen ein anderes, ja, dann bleiben wir auf dieser Ebene und das muss zum Kampf führen. Aber wenn wir uns eine Ebene darüber bewegen und sagen, welche Geldsysteme sind denn überhaupt vorstellbar und nach welchen Regeln sollte denn wer in der Gesellschaft ein neues Geldsystem wie definieren? Dann haben wir das Problem schon überwunden. Ja? Es geht darum, auf diese höhere Ebene zu gehen, wo wir uns die Hand reichen, um die Gesellschaft gemeinsam zu bilden, die wir gemeinsam haben wollen. Und da sollen wir nicht unbescheiden sein. Da wollen wir den Wohlstand, da wollen wir den Luxus, da wollen wir, dass alle versorgt sind. Da wollen wir, dass kein einzelner Mensch eine Tätigkeit tun muss, die er nicht tun will. Absolute Freiwilligkeit. Das können wir heute. Und wenn wir das zum neuen Prinzip und zur neuen Gesellschaft machen, sind Ökologie und Nachhaltigkeit sofort leistbar, weil gar keine Kosten mehr berechnet werden. Und die Herzensbildung steht im Mittelpunkt unseres neuen Bildungssystems. Das Mitfühlen ist schon für die Kommunikation wichtig, weil ich sonst nicht weiß, ob ich überhaupt richtig verstanden werde. So funktioniert das Infomoney. Ganz einfach. Jeder hat eine einfache Bilanz. Kasse an Eigenkapital. Wenn er leistet, verlängert sie sich. Wenn er konsumiert, Aufwand an Kassa, Eigenkapital an Kassa werden weniger. Aber für Dinge, die schon im Überfluss vorhanden sind, brauchen wir überhaupt kein Geld bezahlen. Da wird kein Geld vernichtet. Da wird einfach der belohnt durch frisch geschöpftes Geld, der die Leistung erbracht hat. Ist ja auch sinnvoll. Es werden nur die individuellen Konten berührt. Es gibt keine Geldmenge, keinen Geldumlauf. Ich brauche auch keine Negativzinsen. Es kann keine Inflation und Deflation auftreten. Es gibt ja diese lustige Gleichung in der Volkswirtschaftslehre. Auf der einen Seite habe ich die Geldmenge, auf der anderen Güter und Leistungen. Als schlauer Student müsste man dann gleich fragen, wie werden denn da die Güter und Leistungen gemessen? Dann wird der Professor sagen, in Geld. Und dann müsste man sagen, und wie viel Geld kann überhaupt da vorhanden sein? Und dann zeigt man auf die andere Seite und sagt, genau diese Geldmenge. Also schreiben Sie hier die Geldmenge hin und hier wieder die Geldmenge und das Ganze ist eine Tautologie und Güter und Leistungen kommen da gar nicht vor. Und dann wird dem Professor der Mund offen bleiben, ja, und er wird sagen, das steht nicht in meinem Lehrplan und das dürfen Sie nicht in die Klausur schreiben. Tja, Geld wird nie wieder verliehen, es wird immer erzeugt und vernichtet. Und die asymmetrischen Preise räumen sofort die Märkte. Audi stellt heute zigtausend nagelneue Fahrzeuge auf Felder in Süddeutschland und die warten dort auf die Verschrottung.
weil sie zu diesen Preisen nicht verkauft werden können. Welcher Wahnsinn! Aber wenn der Autohändler einen anderen Preis gebucht bekommt, ja, als der Käufer zahlen muss, der zahlt nämlich nur das, was er sich wirklich leisten kann, ist das sofort geräumt, ja, und der Unsinn hat sofort ein Ende. Es kann keine Illiquidität geben, weil ich muss als Unternehmer nicht vorher Geld beschaffen, wenn ich tätig werden muss. Heute muss ich mir in einer Bank oder bei einem Venture-Kapitalisten Geld ausborgen und dann darf ich etwas tun als Unternehmer. Und wenn ich dann einen Gewinn erziele, muss ich als erstes wieder an die Bank und an meinen Mitfinanzier Geld abführen. Das Ganze würde ja nur Sinn machen, wenn das Geld an sich einen Wert hätte. Nicht? Wir wissen ja heute, es hat gar keinen. Und in diesem Infomoney-System erbringt jeder sofort einmal eine Leistung. Der Wert der Leistung wird einfach aufgeschrieben. Und das ist damit schon seine Kaufkraft. Er erzeugt sein eigenes Geld, indem er etwas leistet. Ja? Die Gesellschaft sagt ihm, was die Leistung wert ist. Denn doch werden nämlich auch dort die Zeichen gesetzt, ja, wo wir die meiste gesellschaftliche Änderung haben wollen, erhöhen wir einfach die Leistungsprämien, dass wir sagen, dort brauchen wir eine neue Erfindung, da muss eine Brücke gebaut werden, ja, da müssen wir ein paar Leute pflegen, etc. Ja, dann schrauben wir die Prämien hoch und dann können die Menschen sich's aussuchen. Wollen sie in eine Stunde in der Woche arbeiten? Wollen sie 3 Stunden arbeiten? Oder vielleicht 5? Und den Rest der Zeit verbringen sie damit, dass sie das tun, was ihnen noch mehr Freude macht, als zu arbeiten. Geldverwendung wird auch eindeutig steuerbar auf die Art und Weise. Es kann keinen Missbrauch mehr geben. Alles ist legal und transparent und vor allem das globale Nullsummenspiel ist verendet. Die Idee, dass wir nur reicher werden können, wenn wir anderen etwas wegnehmen, kommt von der doppelten Buchhaltung. Das ist das Schreckliche. Das ist das Schreckliche dabei. Aber wenn wir so buchen, ist das nicht mehr der Fall. Da werden wir alle gemeinsam reicher, weil wir auch schöpferisch sind, weil wir laufend neue Dinge erschaffen. Es gibt das schon. Es gibt schon Autos, die in Netzwerken im Internet mit 3D-Druckern, mit sogenannten Fabricators entwickelt werden, ja? Mit modernsten Materialien, mit Carbonfasern, die sind sparsam, die kann man online designen, kann man sich selber machen, man kann die ganze Idee an jedem Punkt der Erde umsetzen mit ein paar technisch begabten jungen Leuten. Ja? Und da gibt es Möglichkeiten, von denen die Autoindustrie bestenfalls albträumen kann. So schaut in Zukunft unsere Gesetzgebung aus. Die digitale Demokratie. Da nehmen wir Entscheidungsbäume, Flussdiagramme hinein, einfache Piktogramme und jeder, der gerade noch so ein bisschen lesen kann, kennt sich aus. Der simuliert interaktiv, ja, wie ihn irgendeine Spielregel betrifft, sagt, will ich haben oder will ich nicht haben und schon haben wir Gesetze beschlossen. Warum müssen wir Leute da jahrelang studieren lassen, dafür, dass sie dann Texte schreiben, die außer ihnen keiner versteht? Die Resource-Based Economy kennt ihr vielleicht. Das ist eine Möglichkeit. Bitte, es gibt viele, die sagen, ah, das ist wieder so zentralistisch und so viel Technologie. Ja, wem Spaß macht, der soll das tun. Ein paar so tolle Städte werden wir sicher haben. Ne? Und die, die lieber am Land wohnen, in irgendwelchen Ökodörfern, die werden das auch tun. Das eine, das ist ja das Schöne, das ist das Neue an unserem Gesellschaftssystem. Das eine schließt das andere niemals aus. Ja? Wir werden alles haben. Wir werden alles gleichzeitig haben, ausprobieren, und wieder so lernen, wie es richtig ist, nämlich aus Erfahrung, ja, durch Versuch und Irrtum. Wenn wir uns nämlich gegenseitig Sicherheit geben und wirklich dichte soziale Netze haben und diese Netze aber nicht als Faulheit fehlinterpretieren, ne, dann können wir uns auch umso mehr soziale Experimente erlauben und dann werden wir auch immer mehr wissen, ja, was der Bevölkerung wirklich gut tut und wie wir uns wirklich wohlfühlen. Es gibt schon heute autarke Wohnanlagen. Es gibt das Konzept der Earthships. Da hat ein amerikanischer Ingenieur damit begonnen, in irgendeinem schrecklichen Tal in den Vereinigten Staaten, wo es absolut heiß ist und trocken und wirklich der letzte Platz, wo jemand wohnen wollte. Dort hat er 2, 3 solche Häuser hingebaut, die man in wenigen Monaten selbst bauen kann. Earthship ist also die Analogie zum Spaceship. Das ist komplett autark und selbstversorgt. Dort erzeugen die ihre Nahrungsmittel. Da haben sie Regenwassersammelbecken, die haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. Ja? Die haben dort elektrischen Strom, den sie sich selber machen, Internet, Satellitenfernsehen, was man nur braucht. Ja? Modernster Komfort in Zonen, wo man eigentlich glaubt, dort kann man gar nicht wohnen. Ja? Und dieses Konzept kann man natürlich in lebensfreundlicheren Gegenden umso besser umsetzen. Das kann jeder heute machen, die Technologie dafür haben wir. Und mit Aquaponik, also mit einem geschlossenen ökologischen Kreislauf, wo man selbst Gemüse anbauen kann, und dieses Gemüse dann mit einem Fischbecken, Fischzucht kombiniert ist und hat ein geschlossenes Ökosystem,
kann man heute schon seine eigene Familie ernähren. Ja? Im eigenen Garten und im eigenen Haus. Und so machen wir uns mit neuer Energie, mit selbst erzeugten Lebensmitteln schrittweise unabhängig, ja, von den Netzen und von den Erpressungsmodellen der heutigen Wirtschaft. Man hat das hochgerechnet, Aquaponik. Aquaponik und Vertical Gardening, wenn man das in New York umsetzen würde, dann könnte man 80% der Lebensmittel, die diese Stadt braucht, in New York selbst erzeugen. Ja, da brauchen wir keine industrielle Landwirtschaft, keine Bodenverdichtung, ja, und keine Monsanto- und Chemiekonzerne. Ja, und dann gibt es immer noch die, die sagen, das wird nie kommen. Nicht diese Bösen, die im Hintergrund so die Kriege planen, ja, die auch das Geldsystem unter Kontrolle haben, die wollen das ja nicht. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn die intelligent sind und diese ganzen Vorteile kennen, dann werden das Alte für sie überhaupt nicht mehr reizvoll sein. Welche Optionen haben wir denn für diese Leute? Wir müssen ja immer positiv denken, wir müssen ihnen ein gutes Angebot machen. Eines, das, wie man in der Gangstersprache sagt, man nicht ablehnen kann. Naja, das ist im Prinzip ganz einfach. Unser Geldsystem ist unschlagbar. Wir haben ja ein Geldsystem, wo Inflation nicht möglich ist und dass wir jederzeit in jeder Menge für jeden Zweck mit neuem Geld speisen können. Also kaufen wir die alten Eliten einfach aus dem System heraus. Je schneller, desto besser. Das verstehen Sie nämlich noch. Ja? Herauskaufen aus einem Geschäft, das kennen Sie und das werden wir tun. Denn Ihre ganzen Aktien, Ihre Zinshäuser, Ihre Grundstücke, Ihre Immobilien, Ihre Wertpapiere, wenn Sie Pech haben, können die in wenigen Wochen oder Monaten nichts mehr wert sein. Aber wenn wir sie herauskaufen, buchen wir ihnen das Informationsgeld als Lebensrente. Ja? Ein Leben lang. Jeden ersten des Monats kriegen sie das, was sie im Durchschnitt der letzten 5 Jahre so verdient haben, laut ihrer Steuererklärung. Plus 20% Willkommensbonus. Könnte vielleicht der Fall sein, dass jetzt noch ein paar große Steuernachzahlungen dann stattfinden werden. Das würde für die Kommunen und für die Staaten auch nicht schlecht sein, wenn sie sich da noch ein bisschen was drauflegen, damit sie im Infomoney dann gut dastehen. Hm? Sollte dann unserer Infrastruktur, unserer Bevölkerung zugutekommen. Und dann, stellt euch vor, ein Zinshausbesitzer, der 10 Zinshäuser hat, der die Mieten nicht mehr eintreiben kann, weil den Leuten das Geld ausgeht. Die Leute sind verzweifelt, die verschrammen ihm dafür die Einrichtung. Er muss das einklagen, auch die Gerichte nehmen vielleicht immer mehr die Mieter und nicht die Vermieter in Schutz. Er hat ein ungemütliches Leben vor sich. Aber wenn wir ihm sagen, das, was er bisher verdient hat, plus 20% pro Monat, hat er. Und die, die da drin wohnen müssen, müssen aber vielleicht gar keine Miete zahlen, weil sowieso genug Wohnraum da ist. Dann sind doch alle zufrieden. Das heißt, Kaufkraft hat nichts mehr mit Eigentum zu tun. Kaufkraft können wir auch für Mitmenschlichkeit vermitteln. Für die Aufgabe von Eigentum. Und dann können Sie das erste Mal vieles, vieles Geld, bei dem Sie heute nur Angst haben, dass es Ihnen erhalten bleibt, auch wirklich genießen. Und Sie können es ausgeben für hervorragende Produkte bester Qualität, die ökologisch nachhaltig produziert werden, in einem neuen System, wo das im Preiswettkampf der alten Wirtschaft gar nicht möglich wäre, dass solche Produkte erzeugt werden. Ja? Also ihr seht, das kann ein Paradies für alle werden, wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie heute stehen, bei ihrem heutigen Lebensstandard. Die Superreichen bis zur Mittelschicht dürfen nichts verlieren. Und von der Mittelschicht abwärts müssen sie wesentlich mehr bekommen, als sie heute haben. Aber das, was Mittelschicht abwärts neu kriegt, nehmen wir den Reichen nicht weg. Denn das Infomoney ist ein umverteilungsfreies System. Da können wir geben, ohne zu nehmen. Denn geben ist ja seliger als nehmen. Eines ist vollkommen klar, wenn man mal kurze Zeit in so einer Gesellschaft gelebt hat, ja, dann denkt und funktioniert man völlig anders. Man hat keinen Neid mehr. Warum soll ich auf jemanden neidig sein, weil der ein schönes Auto hat? Ich kann mir eines sofort online konstruieren, das meinen Ansprüchen genügt. Das ist auf meine Körpermaße maßgeschneidert und so weiter. Ja. Reagiert auf meine Stimme oder meinen Fingerprint. Das ist genau meins. Ja. Und wenn ich weiß, dass ich immer das, was ich haben will, für mich maßgeschneidert kriegen werde, dann werde ich doch nie auf jemanden anderen neidisch sein. Was ist denn das für eine merkwürdige Idee?
Und so kommt es zu einer Resozialisierung in Freiwilligkeit. Die Menschen werden sehen, dass die Gestaltung ihres Lebens, Fähigkeiten, Tätigkeiten sinnvoller und beglückender sind, als Eigentum zu haben oder Macht auszuüben. Und diese unangenehmen Gewohnheiten werden dann sehr schnell verschwinden. Wir haben dann ein neues Volksbildungssystem. Die Banken verwandeln sich in Wissensbanken, weil die realwirtschaftlichen Geschäftsprozesse auf ihren Bankservern laufen. Es gibt bitte Data Mining Software, sogenannte künstliche Intelligenz Software, die wir auf die Bankserver spielen können. Und die übernehmen aus den Zahlungsflüssen zwischen den Unternehmern, die auf den Bankservern gespeichert sind, sofort die Grundstruktur der Prozesse unserer Wirtschaft. Und wir können daraus sofort die Geschäftsprozesse, die wir dann öffentlich allen zugänglich machen, damit wir sie optimieren, damit wir sie ressourcensparend, Verknappung überwindend einsetzen können, sofort installieren. Wir haben dann ein postmaterialistisches Gesundheitssystem, weil auch in der Gesundheit alles über die Information geht. Über die Information und über die Schwingungen und nicht über die chemischen Substanzen. Da ist man heute schon weit darüber hinaus. Und eine ganz andere Form von Politik, nämlich Dialog, Konsens, Kooperation und Nachhaltigkeit. Das ist es. Diskussion, das Diskussere, das Zerschlagen, eine Diskussion führen, nur um Recht zu haben und andere schlecht zu machen, das werden wir nicht mehr haben, weil es Konkurrenz und Wettkampf auch in der Politik nicht mehr gibt. Heute kämpfen die Unternehmer am Rücken der Bevölkerung um Marktanteile und Kunden. Nicht? Ein Unternehmer kann nur dann erfolgreich sein, wenn er seinen Konkurrenten, Kunden abjagt. Und bei den Politikern ist es das Gleiche. Da kämpfen sie am Rücken der gleichen Bevölkerung um Stimmen. Parteien können auch nur wachsen, wenn sie anderen die Stimmen wegnehmen, weil beides Nullsummenspiele sind. Und weil das alles die gleichen Regeln sind, verstehen sich auch die Unternehmer und die Politiker so gut und glauben, das sei die einzig wahre Wirklichkeit, weil sie sich gegenseitig spiegeln, psychologisch. Sie sind in ihren Nullsummenspielen gefangen. Wenn wir ihnen die Bilanzverlängerung auf der Individualebene erklären und sagen, dass wir alle gemeinsam reicher werden können, dann gehen wir sofort weg davon, aufs Geld zu schauen, weil wir jeder wissen, das ist eine Zahl, die beliebig groß sein kann. Aber wenn es eine Zahl ist, die beliebig groß sein kann, dann ist ihr Wert nur darin zu sehen, was kann ich für die Zahl dann erhalten, nicht? Welche Güter und welche Dienstleistungen. Und da haben dann alle wieder die parallelen Interessen, weil sie die beste Qualität, nachhaltig, mit geringstem Aufwand und so weiter haben wollen. Und deshalb ist das ein Gesellschaftssystem, wo alle an einem Strang ziehen, in einer Win-Win-Situation. Wir sind ja schon im Informationszeitalter, nur können wir es noch nicht umsetzen. Die Informationsmedizin, Epigenetik, Quantenheilung, Heilung durch Hypnose, neurolinguistische Programmierung ist ja schon Realität. Das passiert alles heute schon. Die Informationsphysik wissen wir auch, dass das Bewusstsein in der Quantenphysik eine Rolle spielt. Aber diese Segnungen völlig neuer Wissenschaftsbereiche können erst dann in die Gesellschaft kommen und dort einen völlig ungekannten Wohlstand und ein Wohlfühlgefühl erzeugen, wenn wir auch das Informationsgeld einführen. Das Infomoney, das entsteht und verschwindet wie die Quanten im leeren Raum, nicht? Und das nicht mehr untereinander verglichen werden kann und daher auch ein relativistisches Geldsystem ist. Und wenn ihr mit dieser Botschaft hinausgeht und eure Freunde und eure Verwandten und die kleinen Politiker in euren Regionen davon überzeugt, auch mit den Bankern redet, nicht, dass sie eure Freunde sein sollten und dass sie ja selber nicht verstanden haben, was sie buchungstechnisch eigentlich tun und dass sie eine wertvolle Aufgabe haben, in Zukunft die Realwirtschaft in ihren Online-Prozessen zu unterstützen, dann haben wir sie alle auf unseren Seiten und dann können wir gemeinsam glücklich werden. Ich danke euch dabei. Vielen Dank für diese Vision. Ja, da weiß man gar nicht recht, was man sagen soll. Gell? Ich sag's mal so, ich muss mir den Vortrag sicher noch 10-mal anhören, denn ich habe etwa 1000 Fragen jetzt. Oder vielleicht höre ich es 1000-mal an, da habe ich noch 10 Fragen. Ich weiß noch nicht, was ich wie ich das verarbeiten kann. Aber was ich einfach super finde, wir sind hier, um einfach Ohren auf, Stimmen hören, Gegenstimmen hören, wie auch immer. Es tut gut, einfach mal neue Visionen zu hören. Und hier sehe ich, das ist wie ein Berg. Das ist wie so Aufwachen irgendwo. Ah ja, das ist eine ganz andere Welt wieder. Und vielleicht würde es so klingen, wenn wir unsere neue Welt definieren vor jemand, der das noch nie gehört hat. Der hat vielleicht dann auch 1000 Fragen. Also ich werde mich recht sortieren müssen nach diesem Vortrag, aber es ist gut, wie gesagt, wir setzen uns damit auseinander.
Mein persönlicher Rat wäre, bevor ihr nicht verstanden habt, was der Mann gesagt hat, kündigt nicht eure Kredite. Das wäre mein Tipp, oder? Ja, sonst hockt ihr im Knast, weil ihr die Sache mit dem Gesetz noch nicht ganz im Griff habt. Es kommen immer wieder Vorschläge, wo ich merke, das möchte ich zuerst verstehen, sonst mache ich das nicht. Ja. Also nicht, um dem jetzt zu widersprechen, aber ich weiß es aus der Seelsorge, es gibt Menschen, die handeln schneller, als sie verstehen. Und wir erklären ihnen das richtig, wir meinen das richtig und die machen völligen Quatsch damit. Die gehen nachher hin, sagen, du hast gar kein Recht und dann hocken sie im Knassen. Dann haben sie dann Zeit, diese Bücher zu lesen. Vielleicht verstehen sie dann, was sie hätten richtig machen sollen, wie sie hätten vorgehen sollen, ohne diese Konfrontation auf sich zu ziehen. Also danke, es war eine Vision so groß, dass ich sie nicht ansatzweise fassen kann. Aber wie gesagt, studieren wir das und schauen wir, wie wir das packen können. Vielen Dank für den Mut, solche Dinge auszusprechen. Good.